Hallo und herzlich willkommen bei Muskel- und Gelenkschmerzen.de. Mein Name ist Jan Lingen, ich bin studierter Sportwissenschaftler im Bereich Prävention und Reha. Und das hier ist der zweite Teil zum Thema Massagefee. Wie verwende ich sie? Wie verwende ich die Massagefee? In diesem Video zeige ich euch den Bereich eures seitlichen Halses, wie ihr hier arbeiten könnt. Ja? Ganz wichtiger Bereich, wenn es um einen steifen Nacken geht oder Kopfschmerzen auch. Gut, wie schon gesagt, im ersten Video, ihr könnt die Massagefee mit dem Bogen vor dem Kopf oder mit dem Bogen hinter dem Kopf halten. Probiert aus, welche Variante euch besser gefällt. Ich persönlich benutze die Massagefee in den allermeisten Fällen mit dem Bogen vor meinem Kopf. Welchen Bereich massieren wir jetzt hier genau? Ich habe gesagt, den seitlichen Hals. Es ist der Bereich von hinter eurem Ohrläppchen, dort wo ihr auch noch euren Schädel spüren könnt. Etwas unten drunter beginnen wir, ja, dort wo es weich wird, wo das Muskelgewebe beginnt. Und dann massieren wir hier in also fast parallel verlaufenden Massagestrichen den seitlichen Hals. Ja. Hier runter, dann dort, nochmal einen Zentimeter weiter vorne. Und umso weiter wir nach vorne kommen, umso diagonaler massieren wir. Ja, dann massieren wir nicht mehr nur noch von oben nach unten, sondern etwas hier hinunter, bis ihr eigentlich in Richtung eures Brustbeins, hier wo euer Schlüsselbein mit dem Brustbein zusammenläuft, dort sollen dann die letzten Massagestriche enden natürlich. Ne? Das bedeutet, wir ziehen von oben nach unten, von oben nach unten und umso weiter wir nach vorne kommen, umso diagonaler massieren wir. Ich zeige euch das einfach. Wir legen los. Ich denke, dass ihr mich so ganz gut seht. Ja? Ich befinde mich jetzt hier hinten, hinter meinem Ohrläppchen, unter meinem Occiput und ich drücke mit der Massagefee in den Muskel. Der Druck wird von meiner Hand ausgeübt auf den Bogen und die vordere Hand führt die Massagefee nur ein bisschen. Ja, hier ziehe ich nicht. Ich habe die hier ganz leicht in meiner Hand drin liegen. Und ich drücke jetzt hier hinein und fahre jetzt ganz langsam diesen Bereich hinunter. Ja, ziemlich gerade. Und das sind die präzisen Massagestriche, die ich euch jetzt gerade zeige. Im Verlauf des Videos werde ich euch noch eine andere Technik zeigen, und zwar die Druckbewegungstechnik. Ja, aber jetzt im Moment machen wir einfach die präzisen Massagestriche und ich hoffe, ihr seht ganz gut, in welchem Bereich ich mich hier befinde. Und sobald ich jetzt einen schmerzlichen Bereich in der Muskulatur finden würde, würde ich ein bisschen langsamer massieren. Generell gilt natürlich auch, jetzt ziehe ich hier ein bisschen nach vorne, ja, wie eben gesagt, dass ich hier in Richtung Schlüsselbein hinunterkomme, ist es ganz wichtig, hier im Bereich, werdet ihr merken, im Halsbereich, dass das ein sehr empfindlicher Bereich ist. Ja. Übertreibt es hier mit der Massage bitte nicht, fangt mit sehr wenig Massagedruck an, mit kurzen Massagesitzungen. Ja. Hier verlaufen auch teilweise noch recht sensible Nervengeflechte. Deswegen schaut auf die Reaktionen eures Körpers, wartet dort ab. Also nicht übermotiviert den Hals jetzt eine halbe Stunde bearbeiten, auf keinen Fall. Solange ihr nicht mit übermäßigem Druck arbeitet und den Druck auch schön ein bisschen im Winkel ausübt, das bedeutet nicht hier massiv stark nur von 90 Grad reindrücken, sondern wenn ihr hier von oben nach unten in so einem 45 Grad Winkel runterfahrt, dann werden auch die Nervengeflechte, die hier verlaufen, nicht sonderlich stark komprimiert. Dann ist das alles okay, aber fangt einfach langsam an. Ja, das ist ganz wichtig und hört dann auf die Reaktion von eurem Körper. Was sagt er danach? Was sagt er am nächsten Tag? Und dann könnt ihr einfach peu à peu die Massageintensität und die Dauer steigern. Ne? Aber ihr braucht hier nicht viel Druck, um gute Ergebnisse zu erzielen. Das bedeutet, um die Muskulatur zu entspannen, das ist nicht notwendig. Das waren jetzt die präzisen Massagestriche, noch ein kleiner Exkurs, eine kleine Anmerkung von mir. Machen wir weiter mit der Druckbewegungstechnik. Die zeige ich euch jetzt. Wir beginnen wieder an genau dem gleichen Punkt wie eben, hier unten, ja, direkt unterm Schädel. Und jetzt bewege ich aber einfach meinen Hals. Ich mache hier Rotationsbewegungen. Ja.
Ich drücke in die Muskulatur, arbeite mich Zentimeter für Zentimeter nach unten und mache Rotationsbewegungen. Und ihr müsst hier sehr, sehr akkurat und sehr genau arbeiten. Ja? Die Verspannungen sind oft sehr klein und ihr müsst sie wirklich suchen. Und wenn ihr dann eine gefunden habt, dann bleibt ihr genau auf diesem schmerzlichen Punkt und bewegt euch nur durch den Bewegungsabschnitt, der Schmerzen bereitet. Das bedeutet nicht, dass ihr den Schmerz maximieren sollt. Ihr sollt nur schauen, wo tut es weh und hier arbeiten. Nicht maximale Schmerzen hervorrufen. Das ist überhaupt nicht Sinn und Zweck der Sache. Ganz genau. Man könnte noch das Gleiche machen hier mit seitlichen Halsbewegungen, ja, mit Lateralflexionen. Und auf die Art und Weise den gesamten Bereich bearbeiten des seitlichen Halses, bis ihr hier hinunter an euer Brustbein und Schlüsselbein kommt. Okay, das war das zweite Video zum Thema, wie benutze ich die Massagefee Bereich seitlicher Hals. Wenn ihr noch mehr Videos sehen möchtet und mehr Massagebereiche kennenlernen möchtet, dann schaut einfach auf meine Website www.muskel-und-gelenkschmerzen.de unter der Massagefee findet ihr noch weitere Videos. Direkt unter dem Video findet ihr auch einen Link direkt auf diese Seite. Falls euch das Video gefallen hat, bitte Daumen hoch oder abonniert einfach meinen Kanal, um keine News mehr zu verpassen. Ich sage ciao, bis bald.